Chibi, meine Freunde, willkommen zurück zu Jalopy. So, wie immer konnte ich einen Brief lesen, während der. Und ich finde jetzt so langsam den Sinn heraus, warum, wohin wir reisen und wieso. Und zwar scheinen wir in die Türkei zu reisen, denn unser Vater ist anscheinend gestorben. Und wir bringen gerade seine Asche. Ich gehe mal davon aus, dass die da hinten drauf ist. Und zwar bringen wir gerade seine Asche in die Türkei. Der ist nämlich verstorben und wollte gerne in der Heimat, ja, beerdigt werden. Also fahren wir ab in die Türkei, aber erstmal fahren wir zum Shop. Bei diesem tollen. Oh. Ey, bin ich froh, wenn wir hier raus sind. Ich hoffe, die nächste Straße ist wenigstens ein bisschen ebener. Und nicht so. Tanken müssen wir nicht. Und raus mit uns. Das Repair-Kit nehmen hier. Das Übliche, ne? Ihr kennt das ja schon. Zack, auf damit. Das mal fallen und gucken mal. So, so und so. Ihr kennt das Spiel ja. Zack, zack. Ach ja. Wir können ja nur drei tragen. Ja, ich habe den Becher mitgenommen. Der bringt immerhin 50 Cent. Haben oder nicht haben, ne? Noch dieses tolle Repair-Kit. Ja, das war's soweit. Nein, nein. Oh, Moment. Nie ist ein Fall. Oh, Nase, juck. Böse Nase. Hallo. Hi. 250, 2 Euro. Du willst mich erzählen, dass ich zahle gleich 2550. What? Moment. Ich bekomme doch gleich keine 2550 Euro. Nee. Nee. 23 bekomme ich nur. Obwohl das hier alles bei dir teurer ist. Du verarschen. So, muss ich leider reinpacken. Die hier verkaufen keins. Aber die Reifen sehen auch gut aus. Guti. Oh ja, ich brauche mein Portemonnaie. Glaube, ich stehe im Wald. Sagen, hallo, ich will die Tür aufmachen. Kriege ich gleich nur so wenig? 23,75. Bin ich auch gespannt. Tatsächlich. Wieso verarschen, ey. Hier, aber Hauptsache hier. 25% teuer, 50% teuer. 25% teuer. Alter. Ich gehe mal kurz nach Leica rüber. Ich will gucken, wie viel dieses Stauding da kostet. Hallo. Mach ich gerne.
So. So, Extras. Dünn. Mehr Licht. Was ist das hier? Bestellen. Dankeschön. Und das hier ist mehr Licht oder was? Naja, kann man so nicht leisten, so von daher. Ich habe mir jetzt einmal was gekauft, was ich nicht weiß, was das ist. Was bist du? Aufkleber rote Flammen. Ja, zeige der Welt, ich lebe am Limit. Yeah! Bescheuert. Ich sollte aber zumindest die Heckscheibe nochmal waschen. Die brauche ich dann doch. Na, fahren wir mal weiter. Das war ja wohl ein Witz, was die uns da gegeben hat für das Geld. Okay, ich sollte vielleicht doch noch ein bisschen mehr waschen. Jetzt hört man die Musik von da drüben, weil ich die Tür aufgelassen habe. Das hat sich nicht von alleine erwascht, erreinigt, ne? Man bräuchte mal so einen Schlauch, weißt du, so zum Sauberspritzen. Unser Hammer, Flammen hier. Ich lebe am Limit, Mann. Alter, sind die Reifen so verschmutzt, dass nicht mal dreimal mit dem Dings drauf klatschen reicht? Tatsächlich, die gehen einfach nicht sauber. Genauso wenig, die gehen einfach nicht sauber. Eieieiei. Dreck! Hier ist Dreck! Alles dreckig hier. Das geht so nicht. Tja. Wir sind hier beim Autopflegesimulator jetzt. So. Huch. Eieiei, haben wir ein bisschen Startschwierigkeiten. Habe ich das Ding eigentlich wieder eingepackt? Ja. Wir hatten hier ja leider kein Reparaturkit. So, was ist denn hier verboten? Oh, wir sind gleich in der Türkei. Fleisch ist verboten. Okay. Papiere bitte. Ja, einen Moment. Bitte schön. Schauen wir mal. Finger weg von meinem Kofferraum. Verdammt. Finger weg. Passt alles schön in Ordnung zu sein. Danke. Achso, ja, ich habe die Route. Gut, welche Route nehmen wir denn mal in die Türkei? Fragezeichen. Sorry, aber das muss ich nehmen. Fragezeichen ist so. Was? Stadtlöcher ist klar, aber was ist das Fragezeichen? Das ist interessant. Das war natürlich voll neugierig. Dankeschön. Tschüss. Oder soll ich es auf Türkisch sagen? Güle güle. Oh Gott, mein Türkisch ist so. Ich habe in der Erzieherausbildung, habe ich als Vertiefungskurs Türkisch gehabt. Leider insgesamt nur ein halbes Jahr, weil der Lehrer dort krank war. Ich kann nur noch Bruchstücke. Zählen kann ich. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, sekiz, dokuz. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen.
Oder hallo, Merhaba, Günaydın, Nasılsın, İyiyim. Ja, genau das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte auf die Hupe drücken. Verdammt Axt. So, jetzt geht's in die Türkei. Und ich bin sehr gespannt, was dieses Fragezeichen bedeutete. Wir haben auf jeden Fall Sonne und Schlaglöcher, aber an die Schlaglöcher habe ich mich jetzt langsam mal gewohnt. Nee. Wir fahren in eine Wüste. What? Oh, Autos sind hier. Andere Autos mal wieder. Ja, wir sind immer allein auf dieser Welt. Es gibt auch noch andere Autofahrer. Dass wir es geschafft haben. Die Türkei in all den Jahren. Das ist interessant, dass hier zwei Leute aus der Türkei sind. Aber man hat es in den Briefen schon gelesen. Deshalb auch dieses Gülçim. Und Hasan und so. Mhm. Istanbul, 420 Kilometer. Die Türkei, das ist mein Zuhause. Was für ein Gefühl das wieder ist, zu Hause zu sein nach all den Jahren. Alter, jetzt ist aber fies. Wo fahre ich hin? Fahre ich auf der normalen Straße oder fahre ich die Dreckstraße entlang? Ach, leck mich. YOLO! Man lebt nur einmal. Schlagloch. Das Thema, dass wir jetzt wohl keine Sachen mehr finden, wa? Weil in der Türkei soll ja eigentlich die Reise zu Ende zu sein, soweit ich das weiß. Außer wir fahren gleich wieder zurück. Nein, bitte nicht. Obwohl, da kann man andere Strecken benutzen. Achso, das ist eine Abkürzung, die ich jetzt gerade hier benutzt habe. Okay. Das ist einfach nur eine Abkürzung, die wir benutzt haben. Istanbul, 350 Kilometer. Na, wegen Benzin wollen wir keine Sorgen haben. Wir haben den ganzen Benzintank noch voll. Ich sollte mich nicht davon überwältigen lassen. Ne? So, etwas anschaue. Ja, was? Welche Verbesserung? Ja, ein paar, ja. Diesmal bleibe ich auf der Hauptstraße. Hey, hey, hey. Miep. Man hört sie wieder hupen. Miep. Und man hat sich wahrscheinlich wieder so eine Bergfahrt erspart, wenn man den Weg da fährt. Auch eine Möglichkeit. Wuhu! Oh. Keine, dass wir einen Platten haben. Kann das sein, dass wir einen Platten haben? Ja. Wir haben einen Platten. Ich habe keinen Ersatzreifen dabei. Schön. Tja.
Dann hoffen wir, dass wir bald auf eine Tankstelle treffen, oder? Dass wir auf eine Tankstelle treffen oder irgendwas anderes. Ach, das werden wir noch angehalten. Wir müssen aufpassen, nicht, dass wir hier gleich ausscheren. Ab nach Istanbul. Also mich hat es angefangen gewundert, dass so viele Straßen mal hier zusammenführen, wo ich mir dachte, warum? Aber ist ja ganz klar, man kann ja mehrere Strecken fahren. Und die führen natürlich irgendwann hier zusammen. 210, ist ja schön. Können wir nicht bald die Dings finden, die... Oh, da hinten ist was. Da ist hinten das tatsächlich noch was am Straßenrand. Ich weiß auch nicht, Treibstoff alle ist. Ich habe da ein Dings. So. Na, dann gucken wir mal. Tabak. Das sollte ja unsere Kosten decken für den neuen Reifen. Moment mal, stopp. Nee, habe ich tatsächlich verkauft. Ach so, hey, Moment. Habe ich kein Reifenflickzeug gehabt? Oh, Tankstelle, komm mal bitte bald. Hallo Ölpfütze. Das ist voll die Staubwolke. Wie gesagt, wir kommen am besten gleich, wenn wir Glück haben, in die Tankstelle an. Da werden wir dann schnell den Reifen nochmal wechseln. Tap, 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 tap. Wuhu! Reifen dreht voll durch. Das ist wahrscheinlich alles. Wow! Hallo, Ölspur. Ich glaube, jetzt haben wir zwei platte Reifen. Schön, wir haben zwei Blätter reif. Tankstelle, könntest du bitte jetzt bald kommen? Wir müssen das Licht anmachen. Ich
Alter, das Auto fliegt. Ah! Das Auto wird unberechenbar. Boff. Dritter. Schön. Bin ich schön. Dann fahren wir mit zwei Plattenreifen. Deswegen hoffe ich euch auch bald auf. Alter, Alter. Oh nein. Oh nein, die Beifahrer, du kannst auch. Alter, kannst du mal da. Kannst du mal aufhören, hier plötzlich so. Oh nein, zu schreien. Gerade ist irgendwas passiert. Schön. Ich warte darauf, dass der dritte Reifen auch noch platzt. Ich denke mal, beim vierten, wenn der vierte platzt, ist das Autofahren unmöglich. Ob man hier auch überschlagen kann? Ruhe! Ich fahr Auto. Wow! Ja! Ja, mein Auto macht jetzt auch schon langsam wieder Zicken. Ruhe hinter mir. Istanbul. Gebaut wurde. Das muss eine neue Brücke sein. Und fahr vorbei. Hier. Istanbul. Ich weiß. Ich habe mir Taschentücher bei Rewe gekauft. Alter, hoch. Hier. Leck mich, dann fahrt halt nicht vorbei. Mann. Ach, jetzt fährt er vorbei oder was? Bitte verarschen. Hallo, neue Brücke. Nö. Wir hören ein bisschen Musik, oh yeah. Leuchtet die? Die, also ich bin ja noch, ich war noch nie in der Türkei. Da haben die eine leuchtende Brücke. Oh, Ruhe, fahr vorbei, hier sind drei Spuren. Musst du jetzt halt hinter mir her schleichen, so. Ich finde ja schön, dass wir so leuchtende Brücke haben, aber könnten wir nicht bald mal irgendwie an Land sein und da dann irgendwie an der Tankstelle? Nö. Frage mich lieb. Nicht in diesem Befehlston, mein Lieber.
Warum ist er plötzlich so schnell? Alter. Möp. Weißt du, wie mir dieser Hooper jetzt gerade so egal ist? Ich glaube, da vorne kommen die Tankstellen endlich. Nein, das ist eine Absperrung. Och, ernsthaft. Ruhe hinter mir. Alter, da ist ein Dings umgekippt. Da ist ein LKW umgekippt und da vorne ist ein kaputtes Auto. Kann ich da nicht rein? Das plündern. Erstmal Stau verursachen. Ruhe hinter mir. Fahrt vorbei, wenn es euch nicht passt. Fahr ich halt auf der linken Spur, so. Sehr schön. Ja, Tankstelle. Nee, das ist die Brücke. Nein! Das ist die Brücke. Wo fahre ich denn hier oben hin? Ach, dort ist das Hotel. Bin ich schon in Istanbul? Da ist auf jeden Fall ein Motel. Huch. Da! Endlich! Ah, wir sind da! Zeit, unser Geld auszugeben. So. Bing, bing, bing. Oh Gott. Bing, 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 bing. So. Guti. Dann einmal das hier, einmal das hier, einmal das hier. Guti. So, weg. Das hier. So. Ja, diesmal leider nur wenig Geld. Sachen dabei.
Nicht viel gefunden. So, hallo. So, sehr schön. Die kosten 30, 30. Regenreifen. Brauche ich Regenreifen? Weiß ich nicht. Die sind unterschiedlich teuer hier. Gut, 4x30 wäre 120. Das heißt, unser Geld wäre schon fast alle. Das kann ich mir leider nicht leisten. Also müssen wir wirklich auf Regenreifen hier. Weil das ist das, was man sich leisten kann. So. So. Dann zack, zack. Zack. Und dann brauche ich leider noch ein Ritter-Reparatur-Kit. Und zack. Bitteschön. So. Filtermurai. Ach, deswegen haben wir so viel dafür bekommen. Ah, die waren komplett alle. Eieieiei. So. So, Leute. Ich sehe gerade, dass wir 31 Minuten sind. Ich würde mal sagen, ich repariere dann mal das Auto. Mache hier alles zurecht. Oh. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn die Fahrt weitergeht. Oder nicht? Oder doch? Oder doch? Also dann. Ciao, ciao.